Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris und zur Vereinigten Stellaren Republik. Wo wir diese Schiffe herbekommen haben, weiß ich nicht so genau. Vielleicht waren das Schiffe, die wir bestellt hatten und keine Ahnung. Nun, jetzt fahren wir sie zur Werft, werden sie modernisieren und unserer Flotte hinzufügen. Und es geht weiter, ihr Lieben. So, wir schauen uns das nochmal kurz an. Ja, es geht ja voran. Wir waren dabei, unsere Flotten auszubauen, zu verbessern, umzustrukturieren. Es kommt jetzt noch eine vierte Flotte hinzu. Und die Kreuzer sind jetzt auch schon angekommen. Sehr schön. Die packen wir auch mal gleich in die Reserve, würde ich mal sagen. Welche waren das nochmal? Die hier, ne? Heraklea-Klasse. Kommen wir gleich in die Reserve. Und dann, ja, warten wir mal, was unsere Werft hier so ausspuckt. Bisschen was wird ja jetzt gerade gebaut. Da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Und schauen uns mal weiterhin die Gebiete hier an. Natig hier. Sehr schön. Ja, wir brauchen so ein bisschen Konsumgüter. Da werden wir mal nachlegen müssen. Ja, Bevölkerung ist ja auch mittlerweile riesig geworden. Wo war das hier nochmal mit dem... ja, hier. So. Ansonsten, ja, läuft. Nur noch mal schauen, ob auch überall das hier gemacht wird. Jawohl, es wird gemacht. Sieht's mit den Sternenbasen aus. Da wollte ich ja mal auf volle Verteidigung gehen, um das mal auszutesten. Dann, über Markus hatten wir ausprobiert, runterzufahren. Das werden wir uns noch mal angucken. Was mich hier nervt, ist, dass wir die nicht abreißen können. Irgendwie ist das ein Bug. Keine Ahnung, was es ist. Es funktioniert einfach nicht. Naja, was soll's? In Tigeria. Jo, hier können wir die mal alle mal ausbauen gerne. Im Vrirak-System bauen wir gerade noch eine... Ja, hier bauen wir gerade eine Sternenfeste auf. Weil wir die aus Versehen abgerissen hatten. Aus Versehen in Anführungsstrichen. So. Der Krieg läuft hier weiter. Ich bin mal gespannt, wann es zu Friedensverhandlungen kommt. Wie sieht es hier eigentlich mit dem Beschluss aus? Ship Upgrades applied. Wird noch gerade... Barnard's da. Ja, so. Ja, ruhige Phase momentan. Achso, ich kann auch mal ein bisschen schneller laufen lassen. Natürlich. So, ich war gespannt, wo dieser Krieg hinführt. Wir müssen uns natürlich auch, ja, diese Hyperrelais-Station oder wie die hießen. Damit kann man anscheinend ein bisschen schneller fahren. Die werde ich mal hier an unseren Routen versuchen zu legen. Jibrak erklärt gut zu Combine den Krieg. Wo ist Jibrak eigentlich? Die sind hier. Zu Combine den Krieg. Demokratische Kreuzschläge, Militärdiktatur. Okay. Naja, schauen wir mal. So, wir kriegen wieder Stuff. Ich muss mal wieder was einkaufen. Ich werde mal Folgendes einkaufen. Schauen wir uns mal kurz auf den Markt an. Ja, diese Seltenheiten, zumindest die wir auch verbrauchen. Wir nehmen das auch gerne an. So, im weiteren Verlauf werde ich natürlich noch mal schauen,
dass man vielleicht die Werft woanders hinstellt. Vielleicht sogar hier, wobei das als Verteidigungsbasis benutzt wird. Naja, werden wir sehen. Ship upgrades applied. Sehr schön. Construction completed. Banat Star ist jetzt auf voller Stärke. Wir werden hier vielleicht ein Banat Star sind keine Planeten. Transithafen brauchen wir hier nicht. Wir könnten Ressourcensilo Hydrokultur. Ship upgrades applied. Okay, was nehmen wir denn hier? Ressourcen, Hydrokultur. Okay. Ship upgrades applied. Das andere lassen wir erstmal. So, was machen die Sektoren weiter? So, Erde. Ja, weiter geht's, ne? Mehr Jobs schaffen. Calvaco, okay. Was könnte man hier noch bauen? Sollen wir auch auf Legierung gehen? Als mal ein Krieg ausbricht. Nee, eigentlich nicht, ne? Wir gehen mal weiterhin auf Verwaltungsbüros. Atelier. Gehen wir hier mal weiter. Immer. Hier läuft's noch. Den können wir hier gerne ansetzen. Ansonsten sieht's gut aus. Dass das hier so abnimmt, ne? Woran liegt das? So. Die Flotte baut noch fleißig. Wie sieht es mit den Forschungen aus? 10 Monate Wohnraummodul. Stadtdistrikte geben eine Wohnung mehr. Ein Skandal. Okay, was ist passiert? Ein Nachricht aus Plifplaf Republic hat das menschliche Diplomatenkorps erschüttert. Unser dort stationierter Botschafter Gerti Rocker hat sich selbst in die Bedrohlie mit den Plifplafschen Strafverfolgungsbehörden gebracht. Sie ist scheinbar in eine erstaunliche Bandbreite an schweren Verbrechen verwickelt, die in einem brutalen Doppelmord gipfelten. Oha! Nach dem derzeitigen Stand der Dinge und laut der Gerüchte, die sich erzählen, scheint es wenig Zweifel an der Schuld von Gerti Rocker zu geben. Die Plifplafschen Behörden haben nun darum gebeten, dass wir ihre diplomatische Immunität aufheben, damit sie wegen ihrer Verbrechen vor Gericht erscheinen kann. Demokratische Republik. Nee, das machen wir nicht. So, wir holen sie zurück. So. Der Skandal. Der Doppelmord vor allem. Was man hier noch so alles sieht. So, Venus. Ist eigentlich eine Forschungsstation, ne? Naja, was soll's? We are being hailed. Red Alert, Spaceport under fire. Hä? Wo denn das?
Was, Leute? Ach, hier. Warum? Können wir da nicht rein? Ach so, ich hatte die Piratenkarte auf. Ach, das kriegt der hin. Piraten gesichtet? Wo das denn? Ah! Oh ja, das ist nicht gut. Es ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade. Wir müssen hier mal... Darum müssen wir uns kümmern. Schicken wir mal unsere Flotte hin. Die Flotte hier. Hier ist gar keine Flotte. Ja, schicken wir mal die erste Flotte hin. Ja, da haben wir nicht hingeguckt. Eigentlich kontrolliere ich das jedes Mal. Naja, was soll's. So, jetzt schauen wir mal hier nochmal weiter. Ja, einfach mal weiter ausbauen hier. Wir haben uns ja drauf fokussiert. Okay, die erste Flotte soll hoch. Und ich überlege jetzt ernsthaft, ob wir nicht da die nächste Sternenbasis hinbauen. Da scheint es ja an sich immer wieder Piraterie zu geben. Die Sache ist nur folgende. Warum ist hier eigentlich Piraterie? Weil das hier durchwandert. So, so. Da müssen wir eine bauen. Somit hätte sich das hier auch geklärt. Ja, schauen wir mal, wie der Kampf hier verläuft. Construction completed. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Vielleicht schafft es auch die Station. Sieht gut aus. Oh, sie konnten sich nicht durchsetzen, ne? We have lost a spaceport. Wo das denn? Ja, cool. Ja, ist doch nice. Ich will nur mal ganz kurz schauen. Steigt hier weiterhin. Deswegen kommt hier wirklich unsere nächste Station hin. So. Ihr Lieben, das sieht gut aus. Dann kann die erste Flotte auch eigentlich wieder zurück. So. Wird dann noch weiter gebaut? Sternbasen-Reaktstation baut noch weiter aus. Sehr schön. Zivilschiffe müssen wir gerade nicht sehen. Bei den Fraktionen ist auch alles in Ordnung. Ja, schauen wir noch mal kurz in die Sektoren rein. Erde baut noch fleißig. Hier könnte man noch mal weitermachen. Das kriegen wir hier nicht weg. Wohnung, okay, das ist okay. Ja, ich würde mal sagen, wir machen noch mal eine Dings hier hin. Legierungsgeschichte. Gibt es ja eh noch eine. So. Wer ist gestorben? Gesandter ist gestorben, okay.
75, der gibt uns 50, 20. Vielleicht braucht man den gar nicht mehr. Naja, wollen wir sehen. Wir leben ordentlich Bewohner, oder? 72, das nicht ohne. Sieht gut aus. Klang. Construction completed. So, was machen wir denn hier als nächstes? Besatzungsquartiere machen irgendwie keinen Sinn. Mach mal einen Horchposten. Und ich will nur mal ganz kurz schauen, wie das noch weiter mit den Sternbasen ist. Eva Markus. Ja, wie sieht's hier jetzt aus, ne? Was passiert, wenn wir noch einen rausnehmen? Ich frag mich gerade, ob hier denn auch Handel durchläuft. Nee, dann nicht mehr, ne? Frage wäre jetzt wirklich, was passiert, wenn wir jetzt den demontieren? Passiert hier dann irgendwas? Research concluded. Oha, wir haben jetzt was erforscht. Wohnraummodul. Sternbasismodul. Moment. Söldnergarnison. Überlegen, aber was sind das hier für Wohnraummodul? Was ist das denn? Also, was ist das Wohnraummodul? Hochgeschwindigkeits-Weltraumlifte ermöglichen es den Wohnraum, die Ressourcenlagerung und die Veredelungsanlagen eines Planeten in den Orbit auszudehnen. Das will ich wissen, was das ist. Wohnraummodul. Da bin ich jetzt überfragt. Hä? Wo sehe ich das? Was ist das überhaupt? Was ist das? Neues Sternbasismodul. Maximale Distrikte 1. Hat die Sonne jetzt noch ein Distrikt? Nee. Okay, das ist mir jetzt gerade ein Rätsel, was damit gemeint ist. Sagt mir nichts. Ja.
Stadtdistrikte pro Wohnung. Okay, ich will mir das nochmal genauer anschauen. Also. Das ist so, das ist klar. Stadtdistriktswohnung gibt es plus eins. Aber was ist ein Wohnraum? Neue Sternenbasismodul. Sternenbasis. Sehe ich hier irgendwas nicht? Echt strange, muss ich sagen. Naja. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Wir werden hier mal auf Baukosten, Korvetten und so weiter runtergehen. Dann nehmen wir mal folgenden Forscher. Also eine Rakete. Aber das mit den Wohnraummodulen, das ist mir jetzt ein Rätsel. Da müssen wir echt mal gucken, was damit gemeint ist. Was ist damit gemeint, Leute? Sehe ich das nicht? So. Also wir werden schon auf Bergbau gehen müssen in Zukunft. Ich werde hier mal das hier mal ersetzen. Mal gespannt, wie das hier wird. Ein bisschen dauert das ja noch. So, Alpha Centauri. So. Das ist ja so quasi die Hauptstadt. Ich werde hier Folgendes tun. Brauchen wir überhaupt? Construction completed. We are being hailed. Den brauchen wir gar nicht. Deswegen werde ich das hier tun. Das hier werde ich abreißen. So, verbessern. Theaterstation. Ist da jetzt auch keine Piraterie mehr? So, wir haben wieder zu viel Credits. Mit denen werde ich selbstverständlich wieder irgendwie Gas oder so kaufen. Kristalle. So, hier schauen wir nochmal kurz weiter. Das könnte man machen. Hier werde ich noch Folgendes tun. Ich werde mal hier auch das ersetzen und auf den Bergbau gehen. Klappt hier nicht so. Und dann ersetzen. Landwirtschaft. So. Dann schauen wir uns das nachher nochmal an. Und ich sehe gerade, ihr Lieben, wir sind wieder am Ende einer Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.